die Fehleranalyse. Die wesentliche Eingangsgröße für die Fehleranalyse sind natürlich die Ergebnisse der Funktionsanalyse. Der erste Schritt ist, sprachlich, aber auch innerlich korrekt, Funktionen zu negieren. Ein interessantes Verb, wir negieren Funktionen. Wenn also die Funktion hier lautet beim Kugelschreiber, die Mine speichert die Farbe, dann wäre rein sprachlich die Fehlfunktion, die Tinte, die Farbpaste nicht zu speichern oder ungenügend zu speichern. Hier ist es empfehlenswert, dass wir Klartext reden. Klartext wäre, das ist eine Leckage. Die Farbpaste wird ungenügend gespeichert, eine Leckage. Auf der Gesamtebene des Kugelschreibers, Gesamtsystemebene, haben wir die Schreibfunktionalität. Hier wäre die Fehleranalyse, das Ergebnis der Fehleranalyse natürlich, dass nicht geschrieben wird oder dass Anforderungen an dieses Schreiben nicht erfüllt werden, die Schreibleistung als Anforderung nicht erreicht wird oder nicht unterbrechungsfrei geschrieben wird. Und da deutet sich auch schon eine Lösung an, wie wir mit Anforderungen umgehen. Anforderungen spezifizieren Funktionen, wie die Schreibleistung, Temperaturbereiche. Wenn wir diese mitnegieren, vornehmlich auf hohen Systemebenen, beschreiben wir realistisch die Fehlerfolgen. Gehen wir die dritte Ebene, auf die Ebene der Kugel. Bei der Kugel hätten wir in der Funktionsanalyse Produktmerkmale notiert, wie Außendurchmesser, Rundheit und Härte der Kugel. Jetzt negieren wir deren Auslegung. Wir behaupten, die sind falsch ausgelegt. Die Kugel könnte zu groß oder zu klein dimensioniert sein in der Entwicklung. Die Vorgaben an die Rundheitsanforderungen der Kugel sind ungeeignet. Die Vorgaben an die Härte der Kugel sind ungeeignet. Zu hoch, zu niedrig. Und wenn wir jetzt diese Dinge ebenfalls funktional oder fehlfunktional verknüpfen, dann passiert was super Tolles. In der tiefsten Ebene die falsche Auslegung dieses Bauteils, Durchmesser falsch ausgelegt, zu klein ausgelegt, wird automatisch zur Ursache. Die Leckage der Mine auf der zweiten Ebene ist ein Fehler und die Negierung auf der ersten Ebene, ich erreiche nicht die Schreibleistung, ist die Folge. Das ist entscheidend. Das ist ein Riesennutzen, der sich aus dieser strukturierten Vorgehensweise ergibt. In der Tiefe des Systems, der tiefste Punkt wäre die falsche Auslegung von Bauteilen, finden wir die Ursachen. Auf Subsystemebene Fehler und auf der Systemebene Gesamtsystem, Fahrzeug, Kugelschreiber, Waschmaschine, finden wir die Folgen. Und nochmal zusammengefasst, weil es so dramatisch hilfreich ist und so ein toller Ansatz dieses strukturierten Vorgehens. Die Fehlfunktionen der verschiedenen Ebenen in der geschaffenen Struktur definieren, du bist Ursache, du bist Fehler, du bist Folge. Im Klartext, auf der Ebene der Bauteilauslegung, falscher Durchmesser, zu groß, zu klein dimensioniert, Ursache, auf der Systemebene, die Mine, die Leckage ist der Fehler. Auf der Gesamtsystemebene, Kugelschreiber oder Fahrzeug oder Waschmaschine, finden wir die Folgen, dass die Funktion nicht entsprechend den Anforderungen vom System wirklich geliefert wird. Und damit haben wir einen entscheidenden oder den entscheidenden Input geliefert für den nächsten Schritt, die dann lautet Risikoanalyse.